Customize. Hallo ihr Lieben! Hallo! Herzlich willkommen zur DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einer neuen Customize-Challenge! Genau, wir haben hier wunderschöne Adidas-Tischchen. Tischchen, ja. Ja, sehr cool. Und die werden wir heute gestalten. Mhm. Wir haben Stifte, das sind Lackstifte, die auch auf jeden Fall, ich denke, das ist Kunstleder, ne? Ja. Fühlt sich auf jeden Fall so ist an. Ist alles Kunst, ja, habe ich kein echtes Leder. Gut. Genau. Und wir haben noch Pins, dann auch noch Steine oder irgendwelche anderen Dinge, je nachdem, auf was wir Bock haben. Genau. Genau. Ein bisschen Kleber und eine Schere. Und wenn uns noch irgendwas anderes spontan einfällt, können wir uns natürlich auch noch dazu holen. Genau. Dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Ja. Hast du schon eine Idee, was du machst? Ja, so ein bisschen. Ich habe momentan noch so ein bisschen Hemmung, da tatsächlich drauf zu malen, muss ich sagen. Oh, okay. Ach, ich bin das schon gewohnt, glaub mir. Ich habe schon genug Dinge verunstaltet. Ich glaube, ich würde gerne so ein Muster drauf machen. Ja. Oh, die Stifte sind richtig cool. Genau, du malst jetzt sozusagen Muster. Ich mache so ein Muster und ich hoffe, das wird dann so über die gesamte Tasche gehen. Es wird, glaube ich, auch ein bisschen dauern, bis es dann fertig ist. Ja, wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit heute, genau. Ja, ich male jetzt einfach hier so ein paar Herzen hin. Schön. Das ist zumindest etwas, was ich malen kann. Oh, das ist schön. Ich mag die Farbe total gerne. Das stimmt. Irgendwie sehen meine Herzen komisch aus. Doch gleichmäßig. Bei mir ist immer eine Seite größer als die andere. Das ist immer so ein bisschen. Und dann werden sie immer größer. War das jetzt das hier? Ja. Echt? Ja. Ja, war es. Pink-violett aus. Ja. Ich mich gerade auf das Lied kommen. Ich kann es wirklich nicht beantworten. 90er-Jahre-Party! Ich glaube, das liegt daran, weil ich gerade hier so Herzen male. Ja, so Herzchen. Oh, ich muss. Ey, die Farben verlaufen ja auch ineinander. Zwischenergebnis. So ein bisschen habe ich schon. Schön. So. Gefällt mir gut. Das ist nett, danke schön. Also es wird einfach ganz kunterbunt bei mir. So, ich kann euch nochmal zeigen, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt hier so Herzen gemacht und ein Baby. So meine Initialien sozusagen. So. Genau. Wie gesagt, man sieht, dass das Rot leider jetzt nicht ganz so cool ist. Ich kann dieses Pink empfehlen. Das ist eine sehr, sehr coole Farbe. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das ist, ich überlege tatsächlich auch, ob ich die Herzen in Pink ausmale. Okay. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter bei der Schrift? Das ist der, ne? Do it, Baby. Mach einfach. Ich mache einfach. Ich glaube, das ist immer das Beste. Gar nicht so viel Gedanken vorher machen, sondern einfach loslegen. Weil ich denke, sonst wird es immer, kriegt man das dann nicht so. Sonst denkt man sich zu viel aus, versucht zu viel. Ja, ich nehme jetzt mal hier so. Gehen die durch? Ja, sehr gut sogar. Überleg dir nur gut genau, wo du es hinmachst, weil du hast dann so, sonst hat man dann so ein kleines Löchlein. Ich mache jetzt hier noch ein paar Pins an diesen Bändeln mit dran, wenn man das dann so crossbody-mäßig hat. I love you, baby. Ah, so viel ist das auch 90er, oder? Ist das 90er? Lied ist, glaube ich, neues Lied, oder? Nein, das ist auch alt. Das ist auf jeden Fall aus 10 Dinge, die ich an dir hasse. Ah. Ja. Ich weiß nicht, ob der ist. Doch, der ist aus 90er. Keine Ahnung, ich singe so gerne, ne? Also das Peinliche ist immer, wenn ich im Auto sitze, fange ich immer an zu singen. Wirklich, im Auto singe ich prinzipiell. Die Leute müssen sich auch denken, wenn ich im Auto sitze und dann immer so, ja, das passt.
Despacito. Aber das Gute ist, auf der Autobahn können die einen nicht beobachten, weil sie nicht direkt neben einem fahren können. Aber wenn du an der Ampel stehst, dann ja, dann und dann ja. siehst du den Blick, das ist mir immer richtig unangenehm. Ich tue dann auch mal aufhören. Dann aber was witzig ist, wenn die dann im anderen Auto genau das gleiche Lied singen. Ja. Aber ich glaube, es singt jeder im Auto. Ja, das definitiv. Aber wenn dann zum Beispiel so Dance Monkey läuft oder so und du siehst so an der ganzen Kreuzung. Ich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall auch ein Lied, was dazu animiert mitzusingen, auch wenn man es nicht kann. Das stimmt. So, bei mir wird es einfach immer und immer und immer bunter. Ich arbeite mich langsam hier so runter. Dann kommt da gleich auf jeden Fall noch so ein Pin zu. So ein schwarzer. Cool. So als kleines Highlight. So wie die Schrift unten auch. Ich finde es gut. Ich umrande gerade das Silberne hier, weil das mir nicht so gefällt. Ich finde, das hat war so ein bisschen blass. Ich finde das Silber zwar sehr schön, vielleicht verwende ich das gleich auch nochmal. Aber ja. Kahn würde jetzt wieder sagen, das ist so hässlich, was du da machst. Unsinn, mach es besser. Dann sagt er, ne. Die ist cool. Gefällt mir gut. Die ist voll bunt. Ja, ich dachte erst am Anfang so, oh, was macht sie da? Aber es wirkt. Das freut mich. Ja, also das war auch so mein Ziel. Schön kunterbunt, so ein bisschen bunt gemixt. Ich finde, die Taschen auch haben eine sehr, sehr praktische Größe. So. Gefällt mir gut. Ich überlege, ob ich noch was mit dem Riemchen mache. Ich mache jetzt einfach die Mitte hier pink an. Über 3 Meter wahrscheinlich. Ich bin so zufrieden mit meinem Herzen. Voll verkackt, ne? Wirklich. Unsinn. Voll. Ich finde nicht. Ich finde, das sieht hübsch aus. So, ich mache jetzt zum 10. Mal umrande ich jetzt die Herzen gefühlt. So, mein Verlauf ist fertig hier drauf. Einmal ist mir der Stift ausgelaufen zwischendurch. Ich habe einfach zu dick aufgedrückt und dann kam ein Schwall Farbe raus. Das werde ich jetzt so ein bisschen kaschieren. Und hier einfach mal ein Herz drauf malen. Eine gute Idee. Das ist immer, wenn man irgendwo einen Fleck hat, einfach ein Herz rausmalen. Dann ja. sieht es auf jeden Fall schon mal wieder besser aus. Oder E-Herzen draufmalen. Ja. ja gut, das hatte ich auch vor. Ich wollte halt so, eigentlich wollte ich erst Boom Boom draufschreiben. Ja, ein Boom, 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 Boom. Ich glaube, das kennen die nicht mehr. Oh, kennt ihr das? Ja, ein Boom, okay. Boom, Boom, wird, Boom, Boom, Boomerang. Wir gehen immer. Immer wieder auf die Schande. Ja. Das war Blümchen damals. Mhm. Ja. Ich komme mir so alt vor. Es geht immer tiefer in die 90er Jahre. Oh. Also, ich habe den gesamten Tisch versaut. Ich hoffe, das geht wieder ab. Nein, wird es. Wird es, da bin ich mir definitiv sicher. Ach, klar. Wir bekommen das von diesem Tisch ab. Wenn nicht. Dann egal, gibt's einen neuen. Ich bin jetzt hier in den letzten Zügen. Du auch? Ja. Ich mache jetzt hier erstmal den Pin dran. Mit dem Herzchen habe ich jetzt hier den Love-Schriftzug drauf gemacht. Ja. Das ist dann, muss man dann, oh ja, das war auch eine ganz tolle Idee. Das ist nämlich eh die Stelle. Hier wird das Ganze eh wieder kurz gemacht. Ich glaube, das sieht man eh nicht. Ja, aber das ist doch cool. Das ist cool. Aber ich glaube, wenn ich das so umtue, dann hängt das Ding fast auf dem Boden. Nein, stimmt gar nicht. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Ugh. Pfui, pfui, pfui. Ja, ich habe es jetzt nicht so bunt gestaltet wie du. Das ist nicht schlimm. Aber ich glaube auch, wenn ich jetzt... Ich verunstalte das sonst. Ich kenne mich. Das ist mein Problem. Richtig. Man muss auch wissen, wann es Schluss ist, wann genug ist. Ja, ich würde jetzt gerne noch hier so... Eigentlich wollte ich erst so Henna-Tattoo-mäßig machen. Ist auch sehr cool, aber es muss halt richtig ordentlich sein. Das hatte ich auch... Ja, das hatte ich nicht gedacht. Ich hatte gedacht, ich mache Muster. Habe ich gemacht. Aber Henna-Tattoo, ich finde diese Handyhüllen, wo so Henna-Tattoos so ganz fein drauf gezeichnet sind. Ich hatte ja schon überlegt, die Rückseite, aber ich glaube, die lasse ich jetzt einfach weiß. Könnte man theoretisch auch noch machen, aber... Genau. Bei mir ginge eigentlich, also das könnte man halt komplett drumherum fortsetzen. Ich werde von Stiften angegriffen. Sie kommen von überall. Genau. Ich würde die Kamera mal nehmen, dass du deine Tasche zeigst. Genau. Und dann zeige ich meine. Also, das ist deine Tasche. Ja, ich wollte eigentlich noch einen weiteren Pin drauf machen, den ich gerade nicht mehr finde. Ist weg. Hier ist er. Der kommt da auch noch mit drauf. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wohin. Vielleicht hier, vielleicht aber auch ans Band. Ich finde das eigentlich mit dem Band ganz cool. Zeig mal dein Band.
Mein Band ist so. Das hat hier diesen Pink-Verlauf drin. Ja, dann cool. Wird es hier so ein bisschen dunkler. Ja. Also ist auch ein Farbverlauf drin. Von der Größe her muss ich mal gucken, wie ich es noch genau einstelle. Aber ich habe gerade gemerkt, wenn ich es so, ich stelle mich mal so ein Crossbody. Bisschen hin, so Crossbody trage, geht das sogar ja. So. Dann kann ich es sogar so lang lassen. Sehr cool. So, dann zeige ich mal meine Tasche. Oh, schön knallig rund. Ja. Genau, also bei mir ist es nicht ganz so spektakulär, aber ich habe sozusagen, man sieht, aber halt, dafür umso niedlicher. Ja, also ich habe so ganz, ganz viele Herzen drauf gemalt, dann ein BB, meine Initialien, dann habe ich hier so einen Button drauf. Ja. Das habe ich nochmal umrandet, genau. Und ach, ich habe hier an der Seite noch so Buttons. Ja. Ne, fand ich ganz süß, so eine Ohr und dann noch hier eine Schallplatte, das geht noch ein bisschen weiter genau. Als die 90er zurück. Und hier auf der Seite. Der Rucksack ist sehr 90er. Ja. Und How to be cute. Genau, und das perfekt. Ist sozusagen meine süße Tasche. Handtasche. Genau. So. Wir sind Schicki. Fertig. Ihr habt es ja gerade noch mal genauer ja. Gesehen. Mhm. Genau, Taschenanalyse. Ja. Also ich muss sagen, ist ein bisschen, ich bin etwas, meine Herzen sind nicht ganz so durch das Silber, aber trotzdem bin ich zufrieden und ich werde sie auch definitiv tragen. Ja. Also. Ich muss sagen, ich finde gerade, weil die Herzen so unterschiedlich gefärbt sind, du hast eben, weil du sie noch mal übermalt hast, so wirklich komplett ja. Unterschiedliche Schattierungen drin, finde ich das Ganze sehr, sehr cool. Ja. Also es sieht absolut gewollt aus, finde ich. Ja? Ja, also besonders, schön. Wo ich so hinter der Kamera war, habe ich gedacht, wow, das sieht richtig, richtig gut aus. Das freut mich. Mit dem mich. Rosa zusammen, mit dem Pink, ja. Sehr, sehr schön. So, deine? Meine? Ja, gefällt mir auch meine, richtig gut. Hippie-Tasche nenne haben ich wir ja gerade schon gezeigt. Kunterbunt. Ich finde es richtig cool. Ich denke, wir werden beide definitiv ja. Die Taschen tragen. So zum Sommer. Genau. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was hättet ihr denn auf die Taschen gemalt oder geschrieben? Gemalt, geschrieben, geklebt, komplett mit Pins voll gemacht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Genau. Und ja, welche Tasche gefällt euch besser? Ich finde beide sehr schön. Ich sind auch. Beide auch. Ich kann mich nicht entscheiden heute. Sind komplett unterschiedlich. Ja. Genauso wie es sein soll. Genau. Oder seid ihr vielleicht auch Team beide? Mhm. Alles gerne abstimmen natürlich, in die Kommentare schreiben, Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr noch weitere coole Ideen für Sachen habt, die wir customizen können. Customize. Ja, dann in die Kommentare damit. Und genau. Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.